Hallo, wir haben kommt 17 Uhr. Aber ich weiß noch nicht, ob wer da ist, ob überhaupt wer kommt, ob das passt. Das war halt alles ein bisschen kurzfristig. Und ich stelle gerade auch mal mein Handy ein, falls es mit den Kommentaren hier wieder nicht klappen sollte. Ich warte noch ein bisschen, das dauert ja immer von der Zeitverzögerung. Oh, ich sehe, es ist wer da. Kann sich bitte mal derjenige, diejenige melden, die hier ist. Das wäre voll cool, dass ich weiß, ob alles passt, ob der Ton passt, ob das Licht passt und vor allem auch, ob ich Kommentare lesen kann. Das wäre für mich sehr wichtig. Dann kann ich eventuell nämlich das Handy ausschalten. Dann reicht mir, wenn ich meinen Bildschirm habe und muss nicht aufs Handy gucken. Also schreibt doch bitte mal ein kurzes Hallöchen, wer da ist. Das wäre voll cool. Ich sehe, es hat ein Däumchen gegeben, aber ich habe noch keinen Kommentar. Also wie gesagt, es wäre echt voll cool, wenn ihr ganz kurz ein Hallöchen schreiben könntet. Ansonsten lasse ich mich einfach überraschen, ob es klappt. Meine Idee von diesem Live-Bastel, von dieser Stempelparty ist, es wird auf jeden Fall die nächste Zeit keine Hallöchen, jetzt sehe ich es auch prima. Das dauert immer ein bisschen, bis sie reinkommen. Auf jeden Fall kann ich dann hier mein Handy ausschalten, dann ist es nämlich wesentlich einfacher, wenn ich das am PC sehe. Also gut, ganz kurz erklärt, ich hatte ja die Idee eben diese online diese Live-Stempelparty zu machen. Sonst war ich immer mit meinem Koffer unterwegs und habe euch die Neuigkeiten nach Hause gebracht, aber das wird uns wahrscheinlich die nächste Zeit nicht. Also wir können auf jeden Fall nicht dieses vor Ort basteln machen. Also da bin ich mittlerweile recht davon überzeugt. Hallo Delia, dass das wahrscheinlich noch etwas dauert. Ich hoffe mal vielleicht auf den Herbst oder vielleicht auf Weihnachten. Und aus diesem Grund habe ich mir gedacht, kann, dann werde ich jetzt einfach jedes Wochenende, ich weiß noch nicht, ob es immer Freitag, Samstag oder Sonntag sein wird, ich werde ein wenig abwechseln, werde ich hier live kommen und werde euch wie an einer Stempelparty ein bisschen was Neues vorstellen. Ich schwenke meine Kamera um, dann könnt ihr meinen Tisch sehen, damit ihr auch wisst, wie das Ganze ausschaut, wie wir zusammen basteln. Ihr sollt ja schließlich sehen, was ich tue. Ich muss noch kurz warten. Jawohl. Einmal umgeschwenkt, dann kann ich meine Kamera noch gar einstellen. Und ich zeige euch, was ich mir ausgesucht habe. Ich habe mir den Libellengarten ausgesucht. Grund: Wenn ich losgehe zur Stempelparty, ist es immer total unterschiedlich. Natürlich habe ich vorher erstmal mit der Gastgeberin gesprochen. Ich bin jetzt einfach mal davon ausgegangen, dass auf der anderen Seite des Bildschirms Anfänger sitzen. Oder jemand, der schon lange nicht mehr bei einer Stempelparty war oder halt das Ganze erstmal kennenlernen möchte. Das war so meine Grundidee, wie ich mir dieses Set ausgesucht habe. Und wenn ich irgendwo ganz neu bin und weiß, es sind viele neue dabei, dann arbeite ich prinzipiell nur mit Handstanze und nicht mit einer Stanzmaschine. Weil es einfach von der Anschaffung her wesentlich einfacher ist, wie wenn man sich jetzt die Big Shot kauft, die Stanzmaschine kauft. Es hat ja nicht jeder zu Hause. Und deswegen, wenn es viele neue sind, prinzipiell nur mit Handstanze. Ich würde sagen, wir legen los. Ich habe so ein bisschen was mir überlegt, aber wir erarbeiten uns das gemeinsam. Papierschneider. Papierschneider ist das Wichtigste, was man sich vorstellen kann. Also einen Papierschneider braucht einfach jeder. Da ich prinzipiell nur mit A4-Karton arbeite und nicht mit fertig zugeschnittenen Karten. Ich erstelle mir meine Grundkarten immer aus A4-Bögen. Bedeutet, ein A4-Bogen ergibt zwei Grundkarten. Und jetzt schneide ich mir einfach mal die Grundkarte zu. Ich lege die lange Seite oben an
und schneide mir das Ganze bei 14,8. Dann drehe ich das Ganze, 21 der A4-Bogen, und lege es bei 10,5 an und falze. Somit habe ich meine Grundkarte erstellt. Und ihr seht, der Papierschneider schneidet und falzt in einem. Wenn ich ein bisschen weiter zurückgehe, glaube ich, kriege ich da ein bisschen mehr drauf, um euch den kurz zu erklären. Aber ich denke mal, es hat jeder von euch einen Papierschneider zu Hause. Oder gibt es jemanden, der noch keinen Papierschneider hat? Schreibt euch, ich gucke immer so ein bisschen, dann können wir uns ein bisschen so nebenbei noch unterhalten. Das ist ja auch immer das Schöne an den Stempelpartys, dass man einfach miteinander den Kontakt hat. Nicht wie bei den Blanko-Videos. Unser Papierschneider hat, wie gesagt, den Vorteil, Schneide- und Falzklinge sind in dieser Leiste drinnen und müssen nicht gewechselt werden, um entweder zu schneiden oder zu falzen. Es bleibt beides drin, es hat beides genug Platz. Hi Barbara! Man schiebt es komplett nach oben oder unten und hat wirklich die komplette Fläche. Was ich jedem auf jeden Fall rate, ist, dass die Ersatzschiene, die hier Zentimeter hat, die eine Skala mit Zentimetern hat, ich brauche die ganz oft, wenn ich bestimmte Kartentechniken habe, weil ich einfach, ich sage mal zum Beispiel, von 4 bis 13 schneiden muss und dann kann ich mir das hier ganz genau anlegen. Hier habe ich die 4, da habe ich meine Nase, also die Kerbe im Schneider und dann fahre ich halt genau darunter, entweder schneiden oder falzen. Also wie gesagt, diese Ersatzschiene ist Gold wert. Wer die noch nicht hat, sollte zuschlagen. Und jetzt, wenn ihr hier guckt, seht ihr, es ist hier alles ein bisschen knittrig. Ich habe nämlich die Schutzfolie gar noch nicht. Ich ziehe die immer erst ab, wenn es von selbst abgeht. Und da mich das jetzt gerade gestört hat, würde ich sagen, ich mache sie mir mal schnell ab. Auf der großen Seite hatte ich sie schon weg, auf der kleinen Seite eben noch nicht. Jetzt schon. Kleine Seite, habt ihr richtig gehört? Hier kann ich anlegen bis 3,5 cm. Bedeutet, wenn ich kleinere Sachen zum Falzen habe, lege ich das prinzipiell nach hinten ab, weil ich hier viel mehr Anlagefläche habe und schneide dann praktisch auf der rechten Seite. Aber das sind alles so Sachen, die zeige ich euch immer so während wir arbeiten. Wir haben uns unsere Grundkarte zugeschnitten. Dann lege ich mir kurz den Papierschneider zur Seite, lass mein Blatt hier liegen. Brauche ich gerade auch nicht, aber ich hole mir meine Stempel. Es gibt zwei verschiedene Arten von Stempel. Gummistempel und Klarsichtstempel. Heute arbeiten wir mit Gummistempeln. Also nicht jedes Stempelset ist in zwei verschiedenen Arten erhältlich. Es ist unterschiedlich und es steht im Katalog auch immer dabei, welches Stempelset es gerade ist. Und es steht auch immer dabei, wie viele Stempel im Set enthalten sind. Und welche Stempel es sind, ob es Gummi oder Klarsicht sind, ist immer dabei. Und es ist auch immer so eine Liste dabei, welcher Acrylblock passend ist für die Stempel. Ich hole mir jetzt diese Wiesenblumen. Da brauche ich den großen Stempel dazu. Dann habe ich mir diese kleinen Libellen. Den setze ich mir hier auf. Und dann nehmen wir uns noch eine Libelle. Die setze ich mir auf den D. Also man muss nicht alle Blöcke haben. Man sollte halt immer schauen, dass man gut mit klarkommt. Schließe ich wieder und lege es zur Seite. So. Ich habe es vorhin mal kurz geknickt. Ich lasse es aber und ich knicke es nicht weiter nach. Also das Stempelset und die Stanze ist echt ganz toll. Lass dich mal überraschen, was ich vorbereitet habe. So, ich habe jetzt hier meine Stempel aufgezogen
Und ich fange jetzt an mit einer ganz einfachen Karte. Wie gesagt, ich gehe jetzt mal davon aus, es sitzen hier lauter Neulinge und ich zeige euch einfach ein bisschen, wie man damit arbeitet. So, ich muss immer nur gucken, bis mein Bild passt. Ich hole mir Olivgrün. Und da wir hier erstmal klein beginnen, mit wenig möglichst Material, stempeln wir direkt auf unsere Grundkarte. Jetzt habe ich mir natürlich kein Schmierpapier hergelegt. Mal gucken, ob ich hier zufällig was habe. Ihr seht, ich hoffe man sieht es, ich muss ein bisschen warten, dass der Stempel nicht ganz bis nach unten reicht. Ich möchte aber jetzt nicht, dass meine Blumen in der Luft sind, wenn ich hier abstempel. Also lege ich mir hier einfach ein Schmierpapier drunter, weil ich hier keine Unterlage weiter habe und stempel praktisch über meine Karte. Und mit dem Schmierpapier fange ich alles auf, dass ich den Tisch praktisch mir nicht versau. Wenn ich große Stempel habe, ist es oft einfacher, man legt den Stempel auf den Tisch und tupft, klopft mit dem Stempelkissen auf den Stempel. Und auch hier immer klopfend. Also nie nur eindrücken, ich zeige es euch später bei den Kleinen, sondern das Ganze immer klopfend auftragen. Dann kommt man nämlich gar nicht in die Versuchung, dass man zu arg drückt, dass man kippt beim Eintauchen im Stempelkissen. Wenn man nämlich kippt, hat man ganz leicht hier den Rand vom Stempel voll und es gibt unsaubere Ränder auf der Karte. Das wollen wir vermeiden. Und jetzt stempeln wir das Ganze ab. Also ich habe mir das unten Schmierpapier, dass ich einfach über den Rand stempel. Ob das jetzt natürlich gerade ist, kann ich gar nicht sagen, ne? Weil ich es schräg vor mir liegen habe. Aber wenn, dann wollten wir das so. Also ich wollte das dann so. Beim Abstempeln könnt ihr mit Druck arbeiten, aber auch hier nicht kippen, sondern festhalten und einfach nur abstempeln. Und ihr seht, er macht, also es ist wirklich, sind ganz filigrane Linien, also macht er ganz tollen Stempelabdruck. Stempelkissen mache ich prinzipiell gleich wieder zu. Also man kann hier vorne praktisch reinlangen und dann kippt man. Und wenn ihr euch jetzt wundert, wieso mein Stempelkissen hier innen so dreckig ist, ist eigentlich ganz einfach. Ich drücke mir meine Stempelfarbe so zu, um hier Stempelfarbe in den Deckel zu bringen und diese jene dann mit dem Aquapainter zum Kolorieren zu verwenden. Muss nicht sauber gemacht werden. Lasst ihr einfach drin, weil wenn da ein bisschen Wasser wieder reinkommt, können wir gleich wieder weitermalen. Also nur nicht wundern. Deckel zu. Ich mache den Deckel immer sofort zu, nicht weil die Stempelfarbe schnell austrocknet, im Gegenteil. Aber man läuft Gefahr, dass man fertige Werke in offene Stempelkissen legt oder dass man einfach mit den Fingern reinlangt und deswegen immer schließen. Was ich auch mache, ich habe meinen Reinigungsprofi. Wenn es schnell gehen muss, habe ich immer den Reinigungsprofi. Der ist einfach nur mit Wasser nass gemacht und dann wische ich hier meinen Stempel drüber. Dann ist er trocken und ich lege zur Seite und könnte hier mit ins nächste Stempelkissen. Der wandert einmal in der Woche in die Waschmaschine. Das geht nicht mehr ab, also auch in der Waschmaschine geht es nicht raus. Der schaut irgendwann wirklich so aus und ist einfach in einer leeren DVD-Hülle. So mache ich praktisch sauber. So, jetzt hole ich mir diese kleinen Libellen und die stempel ich mir mit Schiefergrau. Jetzt ist der kleine Stempel, jetzt kann ich praktisch mein Stempelkissen offen liegen lassen und ich klopfe. Immer nur klopfend. Nicht mit festem Druck arbeiten, sondern wirklich nur klopfend Stempelfarbe aufnehmen. Setze ich mir jetzt einfach hier hin. Ich lasse es offen
hole mir ein Stückchen weißes Papier. Mache das gleiche wie der großen Libelle. Also auch hier klopfen. Und abstempeln. Und ausstanzen. Ihr seht, es passt ganz genau rein. Dann kriegt ihr die kleine Libelle zum Aussetzen, dann hat die große. Jetzt zeige ich euch aber gleich noch was. Ich mache hier zu. Mach schnell sauber. Einmal, ich lasse die auf die Blöcke drauf, weil ich die gleich nochmal brauche. So, ich habe mir den hier sauber gemacht. Und ich zeige euch, wie ihr gleich farbig stempeln könnt. Ich habe hier so eine Box mit Fingerschwämmchen, mit lauter verschiedenen Farben. Ich hatte die wirklich mal angefangen, dass jede Farbe, jede Stempelkissefarbe hatte ein Fingerschwämmchen. Das habe ich irgendwann aufgegeben. Jetzt orientiere ich mich so grob nach der Farbe. Ich lange jetzt einfach mal hier in meinen Stempelkissen und hole mir ein paar raus. Ich hole mir jetzt einmal Wassermelone. Dann hätte ich gerne noch Pfauengrün und vielleicht noch was Gelbes dazu. Dann hole ich mir hier hinten noch Hummelgelb. Ich denke, das sind schöne knallige Farben und da starten wir jetzt. Ich öffne die erste Farbe, was Blaues. Ich hole mir einfach hier was Blaues, tupf hier in die Farbe und die Farbe bringe ich hier auf meinem Stempel auf. Zack, zurück. Und so. Dann hole ich mir Hummelgelb. Und das gleiche nochmal, auftupfen und auf dem Stempel drauf. Wenn ihr in die alte, also in die Farbe, die von vorher kommt, macht es überhaupt nichts. Und zurück. Und dann haben wir noch als letztes die Wassermelone. Einfach aufstempeln. Ihr tupft einfach da Farbe dran, wo ihr gerne wollt. Zumachen und zur Seite. Ich hole mir wieder meinen Reststreifen und stempel ab. Und ihr seht, so könnt ihr ganz schnell und einfach mit ein paar Stempelfarben den Stempel farbig einfärben. Hallöchen an alle, die dazugekommen sind noch. Schön, dass ihr da seid. Und wir tanzen wieder aus. Ich mache schnell sauber und dann würde ich sagen, wir kleben die erste zusammen. Das ist so diese auf die schnelle Karte. Wenn man wirklich nicht viel Zubehör zu Hause hat, aber trotzdem auch schon was machen möchte. Also mit den Fingerschwämmchen geht man halt wirklich in Gefahr, dass man sich die Finger ein bisschen einsaugt. Aber das ist einfach so. Falzbein, ein Falzbein gehört, also habe ich immer in der Hand, brauche ich. Ohne Falzbein geht bei mir gar nichts. Ich falte mir meine Karte, ich habe sie ja schon vorgefalzt im Papierschneider und ziehe sie jetzt nach, dass ihr schöne Kante hat. Und ich brauche mein Falzbein auch, um Blüten, Flügel, sonstiges in Form zu bringen. Bedeutet, ich hole mir hier noch diese Mini-Dimensionals. Da klebe ich mir auf der Rückseite zwei Stück auf.
diese Libelle einfach auf. Und dann können wir uns natürlich hier unten auch noch einen kleinen Spruch stempeln. Brauche ich noch schnell einen Block. Und ich habe mir jetzt einfach ausgesucht, ein Dankeschön für deine Freundschaft. Und ich stemple das Ganze in Schiefergrau. Also ihr seht, man hat wirklich, ich habe mit wenig Mitteln, also wir hatten nur einmal Grundweiß. Natürlich noch ein paar Steinchen, aber das ist ja wieder beim nächsten. Ich wollte jetzt wirklich so wenig wie möglich verwenden. Und habe jetzt wirklich nur Grundweiß an Papier. Da haben wir die Libelle mitgemacht, haben die Grundkarte mitgemacht. Ich hatte das Olivgrün und hatte das Schiefergrau. Und hier haben wir halt ein paar einzelne Farben noch vom Stempelkissen. Man könnte aber ganz genauso das in Schiefergrau, weil wir die ja schon verwendet haben, und könnten hier mit Stiften ausmalen, dann könnt ihr dem auch Farbe geben. Ging genauso. Also das wäre jetzt praktisch so die erste Karte für ganz einfach mit wenig Material. Und jetzt wollen wir hier natürlich weitermachen. Ich lege die zur Seite und später können wir sie alle schön nebeneinander legen. Das sind immer so die Sachen, wenn ich bei einer Stempelparty bin mit neuen, was ganz einfach ist, was schnell gemacht ist, mit wenig Material, aber ich zeige dann immer, was man machen könnte, wenn man ein bisschen mehr mit einsetzt. Genau, also wie gesagt, man kann mit ganz wenig Sachen tolle Sachen machen, also mit ganz wenig Material. Ganz einfach, schlicht und es macht trotzdem was. Und es ist selber gemacht, es kommt viel besser an wie eine gekaufte Karte, glaubt es mir. Ich stelle sie zur Seite und wir starten die nächste. Wir bleiben bei unserem Stempelset und unserer Handstanze. Und wir bleiben bei unserem Grundweiß als Karte. Nächste Basiskarte, die lege ich aber zur Seite, die Basiskarte. Beide eine Stufe höher, sage ich mal, habe ich mir einen Aufleger zugeschnitten. Hier ist meine Größe 10,5 mal 14,8. Meinen Aufleger habe ich geschnitten in 9,5 mal 13,8, dass ich halt wie gesagt einen Zentimeter weniger habe. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das seht. Ich glaube, ihr seht es nicht. Unser Papierschneider schneidet super, super gut, lässt aber oft einmal hinterlässt so scharfe Kanten vom Schneiden. Da nehmt ihr einfach das Falzbein, legt es hin und geht einmal an der Kante entlang, wo sie recht aufsteht. Und schon habt ihr diese Kante begradigt. Jetzt kommt ein Aufleger oben drauf. Und dann schaut es schon wieder nochmal anders da aus. Wie gesagt, wir legen die Grundkarte zur Seite. Und ich hole mir wieder meine Blüten. Hol mir mein Olivgrün. Einmal Farbe auf den Stempel aufbringen. Und auch hier lege ich wieder mein Schmierpapier unten drunter, dass die Blüten nicht, also die Wiesenblumen nicht in der Luft sind, sondern dass es einfach ein bisschen unten über den Rand geht. Auch die kleinen, also ich baue sie wirklich genauso auf wie die andere Karte. Jetzt habe ich gekleckst. Muss so. Machen wir das sauber, weil
für das nächste, also wir haben da noch eine dritte Stufe. Da brauche ich kein Olivgrün. Darum lege ich mir das kurz zur Seite. Dass das alles passt. So. Wo habe ich mein Schmierpapier? Für unsere Libelle. Und zwar, wir haben sie jetzt, wie gesagt, einmal schon in nur Blanco gestempelt. Wir haben sie uns einmal in farbig gestempelt. Und wir können sie uns jetzt einmal auch ausmalen. Bedeutet, ich stempel hier in Schiefergrau. Egal, ob die krumm gestempelt ist, wir stanzen sie ja danach eh aus. Dann hole ich mir, das ist ganz praktisch, wenn man alles so schön griffbereit hat. Ich weiß nicht, wer von euch den Wink of Stella kennt. Der glitzert. Also der hat so ganz leichte Glitzerpartikel. Ich denke, man sieht es wahrscheinlich hier gar nicht. Aber man kann auch mit diesem Stift gleich malen. Also ich bringe jetzt gleich Farbe, die glitzert auf. Ich hole mir hier jetzt was Helleres. Also ich hole mir Babyblau. Und auch hier habe ich schon Farbe im Deckel. Bedeutet, ich gehe mit meinem Wink of Stella in diese Farbe. Und habe den hier so leicht bläulich. Und male jetzt hier einfach drüber. Also ich male mir den jetzt aus, aber ganz vorsichtig. Der Wink of Stella ist nicht so nass wie der Wassertankpinsel, weil sonst müssten wir mit einem anderen Papier arbeiten. Und ich habe jetzt bewusst was Helleres gewählt, da ja die Flügel der Libelle, also wenn dann eher so wie, ja fast wie durchsichtig ausschauen. Und so färben wir die jetzt ein und geben ihnen aber auch gleich ein wenig Glanz. Und wie gesagt, das kann man ganz genauso gut mit dem Wink of Stella machen. Man muss nicht erst mit dem Wassertankpinsel vormalen und muss danach den Glitzer drüber geben. So haben wir gleich alles in einem gemacht. Den male ich mir einfach aus, bis keine blaue Farbe mehr rauskommt. Und dann sieht man auch den Glitzer und dann passt es wieder. Dann kann ich den einfach wieder zur Seite tun. Bedeutet, ich stanze mir meine Libelle wieder aus. Schmierpapier, das ist zwar schon verwendet worden, aber ist egal. Ich öffne meinen Wink of Stella, wenn ich schon mit ihm arbeite. Mein Deckel innen ist schon ganz schmutzig, aber das muss so. Ich spritze mit allem über den Deckel, also sei es meine Marker, wenn ich die verwende, oder prinzipiell auch den Wink of Stella oder auch den Wassertankpinsel. Und zwar streife ich mir das einfach von innen nach außen über den Deckel und so kriege ich hier Glitzer, Glitzersprenkel. Mal größer, mal kleiner. So wie ich das gerne möchte. Das war's. Dann mache ich zu. Mittlerweile ist es auch getrocknet. Heißt, ich ziehe es mir wieder übers Falzbein.
hole mir wieder die Mini Dimensionals. Klebt die hier auf. Hi Domi. Oh, freut mich, dass so viele zuschauen. War so eine Spontanidee, aber manchmal ist spontan einfach super. Aufgeklebt. Und dann wird es hier draufgeklebt. Ihr könnt immer die Flügel noch ein bisschen nachbiegen, wie ihr das wollt. So, jetzt braucht man natürlich unseren Spruch. Den hat man ja hier auch. Jetzt wollen wir aber natürlich einen Ticken aufwendiger werden. Ich habe einfach einen Reststreifen. Den klebe ich mir hier drüber. Aber zuerst stempeln wir unseren Spruch. Einmal Schiefergrau. Oh, passt sogar. Ich habe nämlich nicht geguckt, ob die Größe passt. Aber solche weißen Reststreifen habe ich eigentlich immer. Die hebe ich mir immer auf. Von den anderen Papieren eher weniger, aber hier auf jeden Fall. So, das Ganze ist 9,5, bedeutet, ich schneide mir hier meinen Streifen auf 9,5. Jetzt haben wir natürlich schöne Fältchenstanzen, aber wir wollen ja so wenig wie möglich verwenden. Wir sind jetzt hier schon. Das heißt, wir schneiden uns unser Fältchen einfach selber. Ganz easy, einfach. Ihr sucht euch Augenmaß. Also ich bin da wirklich so, einfach die Mitte und schneidet hier rein. Dann geht ihr von der einen Spitze unten und von der anderen Spitze. Und schon haben wir unser Fähnchen geschnitten. Also wie gesagt, wir haben natürlich Fähnchenstanzen. Aber wir machen es so. Dann klebe ich mir das mit Dimensionals auf. Und natürlich verwenden wir auch den Rand von unseren Dimensionals. Das heißt, ich schneide einfach einmal so ringsum und klebe die mir hier auf. Dann klebe ich mir das bündig hinten an die Kante. Ihr seht mich, jawohl. Ich muss mal ein bisschen gucken. Jetzt hole ich mir meine Grundkante. Die habe ich mir schon gefalzt. Die knicke ich mir wieder und falze mit dem Falzbein nach. Und klebe mir die hier auch mit Dimensionals auf. Also einfach in die Ecken. Ihr könnt da auch die großen nehmen, aber ich glaube, ich habe mittlerweile fast bloß noch die kleinen hier am Schreibtisch, weil ich die einfach echt praktisch finde. Da muss ich nicht auseinanderschneiden. Die passen einfach. Abziehen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr irgendwas wissen wollt. So, dann haben wir ringsrum einen halben Zentimeter. Da schauen wir jetzt, dass wir ziemlich mittig das aufgelegt bekommen. Nicht passend. Weil wenn es klebt, dann klebt es.
Aber da wollten wir das so. So. Das wäre dann die zweite Karte. Und jetzt kommt noch bei der Steigerung natürlich ein bisschen Glitzer zum Einsatz. Glitzer geht immer. Wir haben ja hier schon mit Bingo Stella ein bisschen geglitzert. Und jetzt glitzern wir auch hier noch ein bisschen. Das heißt, ich setze mir hier unten auf das Fähnchen noch zwei Glitzersteinchen auf. Also, gleiches Stimmset, gleiche Art und Weise. Wir haben es nur einmal ein bisschen aufgepeppt und haben einfach ein bisschen mehr Material praktisch noch verwendet und noch ein bisschen andere Technik. Also wir haben das Fähnchen drauf, wir haben noch ein bisschen Glitzer, wir haben mit Wing of Stella gespritzt und die Libelle angemalt, koloriert und wir haben die zweite Stufe der Karte geschaffen. Und für die dritte Stufe darf es dann ruhig schon ein bisschen mehr sein, aber wir bleiben auch hier dann wieder bei dem Stempelset. Wir legen beide zur Seite. Also wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, immer her damit. Ich muss jetzt hier nur ganz kurz ein bisschen aufräumen, dass ich hier ein bisschen Platz habe. Und schnell mal einen Schluck trinken. Dann habe ich mir den Grünchen zugeschnitten. Wieder Grundkarte in Weiß. Aufleger, wieder die gleiche Größe, 9 x 13,8. Grundkarte geht erstmal wieder zur Seite und wir arbeiten wieder mit unserem Aufleger. Wo habe ich jetzt mein Schmierpapier hingelegt vorhin? Wenn ich wüsste. Leute, hier, sagt es mir doch. So, jetzt brauchen wir ein bisschen mehr. Ich glaube, ich zeige euch erstmal, was wir brauchen. Ich muss das hier noch einmal sauber machen. Das war noch nicht im Säuberungskissen. Ich hole mir hier mal so eine Kiste. Und ich denke, viele von euch wissen, was kommt. Für die dritte Stufe, für die, die schon ein bisschen Sortiment zu Hause haben oder sich gerne noch ein bisschen was dazu kaufen möchten, um einfach noch ein bisschen extravagante Karten zu machen, habe ich mir was zum Embossen gesucht. Und unsere Blending Pinsel. Also die sind mega cool. Die dürfen nicht fehlen. Ich weiß gar nicht, was wir gemacht haben, bevor wir die hatten im Sortiment. Also ich hatte schon immer diese kleinen, einfachen, aber die großen sind natürlich echt richtig cool. Das kommt jetzt zum Einsatz. So. Und da hätte ich jetzt eigentlich auch schon gleich wieder noch eine vierte Stufe, aber das ist, glaube ich, mal fürs nächste Mal. Da ist mir nämlich gleich nochmal eine weitere Technik eingefallen, die man noch machen könnte. Wir legen unser Schmierzettel hin, dann brauchen wir oben unseren Aufleger. Ich hole mir meinen Stempel. Zum Embossen brauche ich Versamark. Ich muss gucken, dass ihr mich auch gut seht. Und auch hier, egal welches Stempelkissen es ist, wenn es größere Stempel sind, lege ich den Stempel hin und bringe meine Stempelfarbe so auf. Und auch hier, wie gesagt, immer klopfend. Halt, ich muss das offen lassen, ich brauche das ja gleich nochmal. Und auch hier wieder ein bisschen unterhalb, dass die Wiesenblumen nicht in der Luft sind. Schön mit Druck abstempeln.
lege ich zur Seite, mache ich später sauber. Dann hole ich mir die kleinen Libellen, auch ins Wassermark, gucken, dass die richtig rum sind. Die stempel ich mir hier oben auf. Lege ich auch zur Seite und jetzt kann ich das Ganze zumachen. Es gibt 4 verschiedene Farben aktuell. Ich nehme immer eine Box. Viele von euch machen es mit Sicherheit über einem Zettel, also so ein Schmierzettel. Ich habe prinzipiell eine Box. Und ich habe jetzt mir hier, ich habe sie einfach mal rausgesucht, was wir momentan alles gerade so haben im Sortiment. Also wir haben Klar, wir haben Silber, wir haben Gold und wir haben Weiß. Ich nehme jetzt einfach mal Weiß. Und streue mir das Pulver hier auf. Ah, ich sehe, da hat sich beim letzten Mal, weil ich es immer über die Box mache, ein bisschen Glitzer mit vermengt. Aber das stört mich jetzt eigentlich eher weniger. Und wenn ich das in der Box habe, kann ich nämlich immer wieder drüber streuen und nochmal auffangen. Das ist, ich finde es praktischer wie über einem Stück Papier. Ihr lasst es immer wieder drüber rieseln, dann seht ihr, ob alles haftet, ob es passt. Wenn irgendwo, jetzt muss ich mal gucken, ob ich das mit der Kamera einfangen kann. Dann könnt ihr mit dem Pinsel irgendwo die Stellen noch abmachen, wenn irgendwo noch was zu viel sein sollte. Jetzt warte ich mal kurz, doch ich glaube, man kann es schon ein bisschen sehen, wo das Pulver ist. Das stelle ich jetzt einfach mal so zur Seite und hole mir meinen Heißluftföhn. Und ich schaue mal, ob das die Kamera einfängt, wenn das schmilzt. Also man sieht es, wo das Pulver geschmolzen ist dann. Und das mit dem Glitzer ist gar nicht mal so übel. Also so als kleinen Tipp, solltet ihr irgendein Glitzerpulver daheim haben, mischt euch ruhig ein bisschen was unter. Ich denke, ich habe alles erwischt. Ihr könnt aber auch vorsichtshalber einfach noch einmal kurz drüber föhnen. Aber das schaut gut aus. Und jetzt warte ich mal, ob die Kamera das einfangen kann. Einfach. Vielleicht mal stillhalten, ne? Nicht so viel bewegen. Ich glaube, dann ist fast... Doch, man sieht es, glaube ich. Aber ich glaube, ich kriege das gar nicht scharf. Ich weiß, ich denke, die weiß gar nicht, nach was sie sich orientieren soll gerade. Ich lege es mal kurz zur Seite, um hier mein Pulver wieder in die Box zu tun. Also das schüttel ich dann einfach wieder zusammen. Und fülle es in die Dose zurück. Hält endlos lange, muss ich sagen. Schmeiße ich jetzt da rein und Fuß zur Seite stellen. So, Schmierpapier lasse ich gleich da, denn jetzt kommen unsere Pinsel zum Einsatz. So, wir brauchen, ich glaube, ich komme mit Babyblau, ich nehme Rauchblau und ich nehme Farngrün. Und ich habe Olivgrün noch hier. Wir beginnen mit Farngrün. Einmal öffnen. Also ich schaue, dass ich da halt von der Farbe her, genauso wie bei den Fingerschwämmchen mache ich das,
Ist das meine Kamera unscharf? Diese blöde Zeitverzögerung. Irgendwie habe ich das jetzt zu lang. Jetzt wird sie scharf, genau. Ich habe verschiedene Schwämmchen für die verschiedenen Farben, also nicht für jede einzelne. Ich nehme grün für grün, blau und rot und habe auch noch welche da. Ihr wischt die einfach aus. Also ihr müsst die gar nicht extrem auswaschen. Ihr könnt sie auswaschen, ihr könnt sie aber auf die Schnelle, wenn ihr ganz dringend ein Schwämmchen braucht und ihr habt jetzt nicht die passende Farbe da, dann macht das mit dem Stempelreiniger sauber. Geht genauso. Auch hier klopfe ich. Ihr könnt hier auch ein bisschen reiben, das ist überhaupt kein Thema. Aber um anzufangen zum Malen auf dem Blatt, tupfen wir erst auf dem Schmierpapier ab, sonst haben wir hier den Klecks. Und malen von, also reiben von außen nach innen. Und hier ist, je mehr Farbe ihr auftragen wollt, desto intensiver wird es. Also das ist Geschmackssache. Also diese Pinsel, diese Blending-Pinsel, wie sie heißen, eigentlich sind es eher so Schwämmchen. Ja, wobei es ist schon so Haare. Also ich finde sie mega cool. Muss ich ganz ehrlich sagen. Schnell die zweite Farbe und Olivgrün ist ein bisschen dunkler. Ihr seht, ich gehe da genauso ins Stempelkissen mit rein, tupf ab, um es einfach von unten her ein bisschen intensiver zu machen. Also vom hell nach dunkel. Lass die offen. Ich weiß nicht, ob ich noch was brauche. Ich schiebe sie mir nur zur Seite. Ich habe Rauchblau. Ich drehe das Ganze um. Und auch hier tupfe ich ab. Und fange von außen nach innen an. Noch eine weitere Farbe dazu, sehe ich gerade. Also das müsst ihr echt abwägen. Wo stelle ich es hin? Jetzt hole ich mir doch Babyblau dazu, dass ich den Übergang... Ihr seht, wenn ihr hier ausmalt, es kommt eigentlich keine Farbe mehr raus. Ich nehme mir den nächste auf. Tupf ab. Und geh drüber. Ich muss, glaube ich, ein bisschen höher, dass ihr das auch seht. Habe ich auf jeden Fall. Ich nehme es mal weg, dann sieht man es besser. Den Hintergrund. Ich kann meine Stempelkissen wieder zumachen. Und dann habe ich mir noch irgendwo, jawohl, ein Taschenloch, ein ganz stinknormales Taschenloch. Und da wische ich jetzt drüber und kann mir die Farbe, die überschüssige Farbe von dem Embossen wieder abnehmen.
dass das noch ein bisschen mehr rauskommt. Und jetzt kommt natürlich unsere Libelle noch zum Einsatz, aber die wird natürlich auch embossed. Ich lege dieses hier nochmal kurz zur Seite. Bringe ich hier noch was drauf? Ich glaube eher weniger. Brauche ich schnell noch ein Stück Weiß. Und habe meine Libelle. Hol mir meine Box, die ich nochmal brauche. Habe ich ganz vergessen. Und ich würze mir jetzt gerne in... Ich mache sie in Silber. Passt, glaube ich, zu der Farbe ganz gut dazu. Bedeutet, einmal Versamark die Libelle abstempeln. So. Dann hole ich mir Silber. Könnt es mal ruhig großzügig aufstreuen. Alles, was zu viel ist, wird eh abgeklopft. Ich lasse das kurz und fülle mir das ein. Also ich komme mit der Box eigentlich total gut klar. Ich mag das lieber wie das Papier zum Auffangen. Stellt es zur Seite. Und ich glaube, hier sieht man jetzt noch besser, wenn das schmilzt. Dauert immer ein bisschen, bis es losgeht. Und dann glänzt es so schön. Genau, jetzt sieht man das auch schön, wie das glänzt. Also das macht halt echt ganz, ganz toll was her. Schmierblatt. Dann hole ich mir Wassermelone. Und ich bräuchte noch ein bisschen, ich glaube, ich nehme Heideblüte dazu. Also wirklich querbeet. Einfach nehmen, wonach euch gerade ist. Ich gehe hier in die Wassermelone. Einmal. So, jetzt habe ich natürlich hier kein Lila. Jetzt nehme ich einfach meinen alten kleinen Pinsel. Gehe hier drüber und es ist auch egal, wie es außen am Rand ausschaut, weil es ja ausgestanzt wird. Dann schließen wir das Ganze wieder. Gerade die knalligen Farben muss ich sofort zumachen, weil das ist wirklich, da bin ich so, da habe ich so Talent. Dann stanzen wir uns die auf. Und was wir noch brauchen, was ich jetzt ganz vergessen habe, wir wollen hier unseren Spruch. Aber den Spruch würde ich jetzt direkt unten, nee, wir machen uns auch ein Etikett eventuell, dass wir den Spruch noch drauf kriegen. Geht ruhig immer ein bisschen mit eurem Taschentuch drüber, dass euer Embosses von der Farbe befreit ist. Dann ziehen wir das Ganze übers Falzbein.
könnt natürlich, dann kriegen wir wenigstens einen Schatten, zeige ich euch. Also ich muss erstmal hier wieder sauber machen. Dann hole ich mir mein Schiefergrau. Passt gut zu dem Silber. Tauche mir meine Libelle ein. Und stempel mir das Ganze jetzt hier ab. Das hat gerade so schön drauf gepasst, ne? Ja, hoffentlich erwische ich das. Einmal aufgestempelt. Dann brauchen wir wieder unsere Dimensionals. Zwei Stück von den Minis passen super. Und jetzt lege ich mir die auf. Aber ich habe die unterhalb als Schatten. Also wenn wir die Flügel biegen, wir ja nach oben. Das heißt also, wir sehen sie ja trotzdem noch so spitzen. Und jetzt könnten wir uns unseren Spruch als langen Banner machen. Wir können uns ihn aber auch entweder mit Embossing auflegen oder einfach aufstempeln mit irgendeiner anderen Farbe. So. Ich bin jemand, die mattet eigentlich prinzipiell alle Karten. Da ich aber hier nur mit Weiß arbeiten wollte und nichts anderes verwenden wollte, kommt auch hier jetzt selbst bei den Fortgeschrittenen keine Mattung drunter. Mattung bedeutet, ich würde hier jetzt entweder in dem Blau oder in dem Grün so einen kleinen Aufleger nochmal machen, der 2 mm breiter ist, größer ist wie meine Karte obendrauf, dass einfach wenigstens Schatten entsteht. Aber wie gesagt, ich lasse es, weil ich nur mit Flüsterweiß, mit Grundweiß arbeiten wollte. Und deswegen lege ich das so auf. Und da wir auf der zweiten Karte schon mit einem Fähnchen gearbeitet haben, werde ich das auch hier machen. Können natürlich jetzt definitiv mit einer anderen Stanze noch arbeiten, aber dann sind wir schon wieder, habe ich schon wieder zu viel in Gebrauch, was ich eigentlich nicht will. Man braucht nämlich gar nicht, gerade zum Anfang, nicht so dieses Wahnsinnssortiment. Logischerweise gefällt uns alles und wollen wir immer auch alles haben. Das ist, glaube ich, ganz normal. Aber es muss nicht. Man kann auch mit so einem Grundstock super schöne Sachen machen. Und das wollte ich einfach hier damit zeigen. Einmal falten. Hier ist irgendwo noch ein bisschen Pulver abhanden gekommen, das merke ich gerade. So, jetzt brauchen wir noch unseren Spruch. Ein Fähnchen. Irgendwie herrscht hier Chaos am Tisch. Aber ich glaube, das kennt ihr alle. Ein bisschen knapp, aber ist egal, ich habe hier irgendwo noch einen Rest. Der ist mir nur zu breit. Also ich messe ganz kurz, wie breit mein Stempel ist. 1,5, ich mache 2 cm. Ich schneide mir 9,5 mal 2 cm. Ihr seht, ihr könnt auch so kleine Sachen super mit dem Papierschneider schneiden, da gibt es gar nichts. Der ist echt toll. Dann brauchen wir, wobei ich jetzt hier
Nämlich Schiefer. Bin ich gerade ein bisschen, wir sind nämlich so schön bunt unterwegs. Doch, ich bleibe beim Schiefer drauf, sonst wird es mir zu bunt. Also einmal Farbe aufnehmen. Schauen, dass der richtig rum ist. Bin ich im Bild? Jawohl. Und einmal abstempeln. Und auch hier schneiden wir uns wieder unser Fähnchen, so wie vorhin. Mittig einschneiden, von der einen Spitze zur Mitte hin und von der anderen Spitze zur Mitte hin. Dann brauchen wir unsere Dimensionals. Kleben uns das Ganze auf. So, dann haben wir wieder unsere Glitzersteinchen noch. Mache ich ein bisschen Platz und dann legen wir alle Karten nebeneinander und dann sehen wir, wie man mit ein und demselben Stempelset schön auf verschiedene Ebenen vom Schwierigkeitsgrad und vom Zubehör arbeiten kann. Jetzt muss ich nur kurz gucken, ob ich das auch alles schön drauf habe, bis das umgeschwenkt ist. Jawohl. Ich bin gespannt, was ihr sagt, wie es euch gefallen hat und welche Karte ihr am schönsten findet. Da bin ich jetzt neugierig, könnt ihr gerne drunter schreiben, es ist ja noch ein ganz schöner Schwung da, freut mich total. Ich werde die auch fotografieren und werde sie auf meine Facebook-Seite stellen. Da könnt ihr auch mal vorbeispitzen dann. Solltet ihr euch irgendwas von dem ganzen Zubehör gönnen wollen. Ich habe unter dem Video den Link mit meinem Gastgeber-Shop oder auch den Blanko-Link zum Shop eingestellt. Dann könnt ihr den gerne nutzen und könnt die Nummer 3. Genau, aber wir haben uns schön gesteigert. Und dann seht ihr, wie man mit einem Set praktisch aufbauen kann. Weil vom Grund sind sie wirklich alle gleich. Und ich finde, es macht doch ganz schön was her, ob man nur Blanko auf Weiß stempelt, ob man mit einem Aufleger, selbst der Aufleger obendrauf macht schon ganz viel aus. Und natürlich, wenn es Farbe hat. Genau, die mittlere. Also wie gesagt, dieses Weiße, dieses Ton in Ton und mit dem Aufleger obendrauf ist irre, was das ausmacht. Aber schreibt gerne, was euch, wie gesagt, am besten gefällt. Und wenn ihr euch hier was davon gönnen wollt, nutzt bitte meinen Online-Shop, würde mich total freuen. Und dann schaue ich mal, wer hätte denn Lust auf eine Karte, wem soll ich sie denn zuschicken? Der schreibt mir einfach seine Adresse und dann wandert die Karte am Montag, eine davon, in den Briefkasten oder vielmehr am Dienstag, Montag ist ja noch Feiertag. Wie gesagt, ich kann euch gerne auch noch ein bisschen was kurz erklären. Das wäre jetzt praktisch die nächste Runde einer Stempelparty, wenn wir fertig sind mit unserem Projekt. Dann ist natürlich die große Fragerunde immer angesagt, wer was gerne möchte. Und ich erkläre ein paar Details zum Katalog. Ich glaube, ihr kennt alle den Katalog. Auch den kann ich euch natürlich noch zuschicken, da schreibt ihr mir auch gerne einfach. Jetzt gucke ich schnell, wo die Libelle ist. Und dann zeige ich euch noch schnell das Wichtigste. Auf der Seite 27, jawohl. Ein bisschen Platz machen. Genau, von Anfänger bis fortgeschritten ist da alles dabei und da kann man wirklich ganz, ganz toll aufbauen.
Und ich finde, es ist auch immer wichtig, dass auch für die Anfänger, die gerade erst einsteigen, was dabei ist und nicht gleich so, dass sie gleich so ins Volle steigen müssen und müssen sich so ein Wahnsinnssortiment kaufen. Hier ist man ja wirklich schon mit einem Papierschneider, mit einem Packen Grundweiß, ich sag mal 2 oder 3 Stempelfarben und diesem Grundset, dieses Set kostet 45 Euro mit Stempel und Handstanze. Also das finde ich ist echt ganz toll. Und da hat man wirklich, ich sage jetzt mal für 100 Euro, ein gutes Sortiment. Und man kann wirklich schon ganz gut damit arbeiten. Und dann kann man gut aufbauen. Auf der Seite 27 seht ihr das Stempelset und es ist in Originalgröße. Und ihr seht auch, wenn es so beige hinterlegt ist, dass es da immer die passenden Handstanzen dazu gibt. Also wie gesagt, stöbert einfach durch und ihr seht auch hier ist bunt ausgemalt. Es sind auch noch Ideen dabei hier. Schreibt mich einfach an, wenn ihr noch was wissen wollt, wenn ich euch noch was zeigen soll. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns nächstes Wochenende zur nächsten Stempelparty live hier auf meinem YouTube-Kanal und es wird auch dann wieder so eine Dreier-Kombi vom Anfänger bis zum Fortgeschrittenen geben. Weil ich das immer ganz gut finde, wenn man das so vergleichen kann. Also wie gesagt, du stempelst schon seit 7 Jahren, das ist ja voll cool. Ja, wenn man da mal angefangen hat, das ist wirklich, das macht süchtig. Aber das ist ja eine schöne Sucht. Wie gesagt, habt noch schöne Ostern. Und ich finde das Set richtig, richtig toll, muss ich sagen, Barbara. Gerade die Libelle kann man echt gut brauchen. Und ich hatte letztens auch ein Video hier auf meiner Seite. Da habe ich die Libelle als Verschluss verwendet für eine Karte. Also einfach mal durchgucken. Hallo Jeanette. Kann ich noch nicht sagen, aber ich kann gerne eine Materialliste, das heute war echt wirklich kurzfristig, ich bin heute früh aufgestanden, das ist mir eingefallen, dann habe ich das gleich gemacht und dann habe ich vorhin aber erst überlegt, was ich denn mit euch basteln soll. Aber ich kann das gerne das nächste Mal schreiben und dann könnt ihr gerne live dabei sein und könnt mitbasteln. Das wäre natürlich noch besser. Sage ich euch, mache ich und ich überlege mir was. Ich denke, das wird so. Wenn alles klappt, bin ich nächsten Samstag wieder hier. Ich denke, Samstag ist eigentlich immer ein ganz guter Tag. Und dann schreibe ich spätestens am Freitag die Materialliste und dann könnt ihr natürlich alle mitbasteln. Das wäre sehr cool. Und ansonsten, wie gesagt, habt schöne Ostern. Genießt das Wetter. Es ist zwar kalt, finde ich, ohne Ende, aber die Sonne scheint gerade wieder. Es ist richtig schön. Ich würde mich freuen, wenn ganz viele nächste Woche wieder dabei sind. Teilt gerne mal meinen YouTube-Kanal, dass ein paar mehr erfahren davon. Vielleicht haben wir bald die 2000 Abonnenten voll. Das wäre sowas von cool. Dann gibt es ein gutes, tolles, großes Gewinnspiel. Ich habe mir schon was überlegt. Aber jetzt mache ich erst die Fotos für meine Facebook-Seite. Freut mich, wenn tolle Tipps dabei waren. Genau so soll es sein. Wir machen einfach unsere Stempelpartys hier am PC, wenn ich nicht zu euch kommen kann. Also, und wie gesagt, wer Lust hat zum Shoppen, nutzt den Link unter dem Video. Wer gerne selber Demo werden möchte oder ins Team einsteigen will, der darf mich natürlich auch sehr gerne anschreiben. Ich freue mich immer über Teamzuwachs. Und ansonsten, bleibt mir schön gesund. Wir sehen uns nächste Woche. Tschüss.